Wir Was habt sollten ihr auf denn? jeden Fall nicht öffnen, es könnte eine Falle sein. Es ist garantiert eine Falle. Auf die eine oder die andere Weise, aber es ist garantiert eine Falle. Ich mache aber Wir mal, sollten ich ihn aber gucke auf aber mal. Magie untersuchen. Okay, Frosty, wie ist dieser andere Brief, also der für uns den Haus mitgegeben hat, der ist auch gesiegelt? Ja, die sind beide gesiegelt. Auf dem einen, das ist klar zu erkennen, das ist dann euer Schreiben und das andere ist dann adressiert an Berghard. Ja, das lesen wir, also unseres lesen wir auch direkt mal, würde ich sagen, oder? Ja, spricht ja nichts gegen. Nicht, dass da am Ende drin steht, erdolchen Sie den Überbringer dieser Nachricht auf der Stelle. Ja, nein, da steht drin, hiermit versichere ich, Answin von Rabenmund der Jüngere, Burggraf zu Rabenmund, Baron von Bröckling, den Gaugrafen von Dapazien, Freiherrn zu Helmenport, dass wir ihnen unsere volle Unterstützung zusagen. Und dann schon dieses Freiherr, könnt ihr es glauben? Freiherr, wo sind wir, Andergast? Nun, er hat sehr darauf bestanden, uns unter unseren Stand zu bezeichnen. Seine Überlegenheit darzustellen. Aber wenn die ganze Sache vorbei ist, ist er noch immer mindestens hier der Herr Rabenlande und wir sind keine Gaugrafen mehr. Wenn sie in Rabenlande noch stehen. Deswegen sollten wir uns mit ihm nicht anlegen. Ja, ich finde, wir haben das diplomatisch genug, also das wurde echt diplomatisch genug von euch gut genug gelöst, dass wir da gezeigt haben, dass wir buckeln und das wollte er auch sehen. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich weiß nicht, was ihr genommen habt oder was in diesen Flaschen da drin ist, aber trinkt mehr davon. Naja, das ist wie bei den ganz Adligen. Ich meine, Adligen, diese mittelreichischen Sätze, sie kommen mir schon von den Lippen. Das ist wie bei den Granden. Du kannst überall deine Meinung sagen, außer da. Da sagst du, das ist aber nett von euch, auch wenn das eine ziemliche Arschlochaktion war. Du sagst trotzdem, das ist aber nett von euch. Denn uns sagt man gar nichts mehr. Ja, Maria, nur pro forma könnt ihr wohl herausfinden, ob diese beiden Briefe magisch sind. Natürlich. Ich vermute es nicht, aber wir sollten es wohl ausschließen. Wollt ihr aber mir? Natürlich. Ja, ich halte den linken Brief in meiner linken Hand. Oder einen Brief in der linken Hand, einen in der rechten Hand. Und wirke ein Odem auf Sicht. Den kannst du Zeit lassen. Natürlich das auch. Selbstverständlich. Wo denkt ihr hin? So alter Magier. Erst vergessen. Kompetent geht anders. Ja, aber wir haben immer ein Abelmir. Wie eine Erleichterung um 2. Na, siehst du? Der braucht das nicht. Sind nicht magisch. Nix drin. Super. Die scheinen keinerlei Magie zu beinhalten. Seid ihr sicher? Seid ihr euch wirklich sicher? Ja. Wollte nicht immer nochmal drauf schauen. Nein. Nun gut. Bräuchten wir vielleicht eine zweite Meinung? Wenn wir jetzt noch sicher gehen können, dass sie nicht vergiftet sind, bin ich schon mal beruhigt. Kennt sich jemand mit Geheimschriften aus? Wie sagte die Tochter des Barons unsichtbarer Tinte? Nun ja, dazu bedarf es keine Geheimschrift, sondern mehr des Talentes Alchemie. Und könnt ihr das? Nun. Also ich habe etwas dafür dabei, falls ihr eine Geheimschrift schreiben wollt. Irgendetwas stimmt an diesem Brief nicht und ich will wissen was. Na gut, ich kann sie damit nicht aufdecken mit meiner Sache, die ich dabei habe, aber ich kann sie schreiben. Geheimschrift, sodass sie unsichtbar sind fürs menschliche Auge, einfach so. Ich denke auch, um eine alchemistische Analyse durchzuführen, benötigt man zumindest irgendeine Art von Labor. Wie primitiv es immer sein mag. Können wir denn nachgucken, wie alt die Siegel sind? Er hat sie zumindest gewedelt, ich nehme an, sie waren frisch. Das hat er gesagt. Aber ob das jetzt die Wahrheit ist? Kann man abschätzen, wie alt diese Siegel sind? Kann ich irgendwas erkennen? Wie ein Spion. Wir sind Spione. Ja, wir sind bei der KGA, das will ich hoffen, dass wir wie Spione denken. Kann ich irgendwas erkennen an den Siegeln? Deren Alter, irgendwas Spezielles? Ja, würfel mal Heraldik. Ja, verdammt. Oder Alchemie. Oder schnuffel mal da dran, vielleicht riechst du, dass das ganz frisch ist. Aber du bist der Einzige, der die Nase nicht feuert. Heraldik sieht gut aus. Rafim ist auch krank, du nicht der unterschlägt hast. Ja, die sind neu. Nein, die scheinen frisch zu sein, ich meine. Haben die beiden Siegel noch wie es nebeneinander gehalten, geguckt, dass es die gleichen sind?
Das ist eine gute Idee. Sind die Briefe auch gleich alt? Nein, ja, also das Papier ist neues Büttenpapier, die Siegel sind identisch, das eine ist beschriftet dann eben für euch, also mit Baron von Helmenport, und das andere ist adressiert an Bergard von Rabenmund. Und jetzt müssten wir nur noch herausfinden, was drinsteht, ohne ihn unser Siegel zu brechen. Dafür haben wir doch zwei Magier, die sollen da reingucken. Nun, ich fürchte, dazu benötigte man einen gewissen Zauber. Und ihr könnt ihn nicht, richtig? Einen Penetrizel, dies ist ein Zauber, der mir nicht geläufig ist. Das ist richtig. Wer hätte es erwarten können? Magistra Isarum? Muss leider passen. Das ist ein Hellsichtzauber da. Das ist nicht mein Spezial. Aber selbst wenn wir den Brief lesen würden, ist das nicht verboten? Warum sollte es verboten sein? Aber dieser Brief hat besiegelt ist und an jemand ganz anderen adressiert ist und wir dieserjenige nicht sind. Das heißt, die Informationen sind nicht für uns. Und das wissen wir ja ausdrücklich, oder ist das dann trotzdem nicht verboten? Hey, wir sind Gaugrafen, wir beschlagnahmen den Brief. Zum einen sind wir Gaugrafen. Ja, dann könnt ihr ihn auch sofort öffnen unter der Voraussetzung. Aber wenn wir ihn öffnen, dann merken die ja, dass wir da reingeguckt haben. Wir sind die Inquisition, wir gucken da einfach im Geheimen rein, weil wir die Inquisition sind. Zum anderen, wenn er gewollt hätte, dass der Inhalt seines Briefes magisch ist, hätte er ihn wohl verschlüsseln lassen. Geheim ist, hätte er ihn wohl verschlüsseln lassen. Zum Beispiel. Magisch. Ach, vergessen wir den Brief einfach. Wahrscheinlich ist es nur eine Aufforderung an seine Verwandtschaft, ihm bei der Thronbesteigung beizustehen. Oder eine Finte, um uns möglichst weit aus unserem geplanten Weg zu locken. Ochsenweide ist schon ein bisschen ab vom Schuss. Aber gerade so weit, dass man darüber nachdenken würde, trotzdem vorbeizureiten. Wo ist das denn auf dieser Karte? Seht ihr diese Straße, die hier quer runterläuft, an der Dergel entlang? Am Fluss, ja. Ja, genau. Die hier eingezeichnete. Und Ochsenweide ist direkt links daneben. Fast direkt am Fluss. Ah. Na, das ist ein Stück, das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir über Arvesheim nach Zwei Mühlen und dann dahin? Oder gehen wir direkt dahin? Also in Arvesheim, der Perreinengewalte erwarten wird. Oder die. Und es inopportun wäre, ihre Gnaden warten zu lassen, werden wir wohl über Arvesheim reisen. Ob wir dann nach Ochsenweide aufbrechen, können wir auch in Zwei Mühlen noch klären. Da habt ihr recht. Und was machen wir mit unseren Söldnern? Lassen wir die jetzt da in Berla einfach stehen oder benutzen wir die nochmal? Und wir nehmen sie natürlich mit. Ich würde auch sagen, wir nehmen sie mit. Allein schon nach der Aufwartung gerade eben, möchte ich ungern ohne Rückendeckung unterwegs sein. Allerdings. Ja, so reitet ihr den restlichen Tag durch einen sehr verhangenen, frühlingshaften 14. Perreine. Dann kommt ihr in Berla wieder an und könnt gemeinsam die Burg Leffenstein wieder betreten und dort ein weiteres Mal die Travia-freundliche Gästlichkeit in Beschlag nehmen. Es ist auf alle Fälle leerer geworden. Viele Söldner, Herolde, Boten sind aufgebrochen in die Himmelsrichtung, um den ersten Teil zu erfüllen, sodass sie jetzt Randolfsfort und Schlangenboot, also den Wald, aufsuchen, um mal die in Kenntnis zu setzen, dass sie doch fliehen mögen. Ja, ihr könnt dann nächtigen. Ömer bekommt von mir 2 Punkte Erschöpfung, alle anderen bekommen 1 Punkt Erschöpfung. Wollen wir das nicht vielleicht irgendwie anders machen? Streich das mit der Erschöpfung und geh einfach hin und sag einfach, du bekommst jetzt hier und wie x Punkte Erschwernis auf alles, was du tust, weil die Krankheit dich schwächt. Das, glaube ich, kommt viel besser als x Punkte Erschöpfung, weil diese Erschöpfung führt doch zu nichts. Ja, das können wir, glaube ich, so machen. Dann nehmen wir jetzt für Ömer den ersten Punkt Erschwernis. Genau, du hast einfach 1 Punkt oder das ist hier zweite Nacht schon 2 Punkte Erschwernis für dich, alle anderen sind bei 1 zum Beispiel. Genau, dann machen wir das so, finde ich gut. Weil ich bin ja sozusagen der Hauptträger. Kannst du halt mit Konsti im Zaum halten und Rafim könnte sehr viel mehr aushalten als ich zum Beispiel. Ja, richtig. Aber ich glaube, wir können das erstmal so machen. Wird sich natürlich noch steigern, aber ihr habt ja für einen Perreinegeweihten gesorgt, sodass das nicht mehr ganz so schlimm ist. Zusätzlich bekommt Ömer auch nochmal 2 Punkte Schaden. Jo. Die anderen noch nicht.
Ja, ihr könnt die Nacht verbringen. Ihr friert, euch ist kalt. Das liegt unter anderem natürlich auch an der Burg. Aber ihr seid euch sicher, egal wie viele Felle ihr euch nochmal drüber zieht, ihr fangt dann irgendwann an zu schwitzen und dann wieder an zu frieren. Also na, so die ersten Anzeichen von Fieber könnten euch dann quälen. Die Nacht über euch ist bitterlich kalt und dann ja, steht ihr am nächsten Morgen wieder auf, fühlt euch sehr gerädert, habt Kopfschmerzen, das Übliche. Oh, ich glaube, es wird schlimmer. Ich fühle mich wieder tot. Immer kontrolliert auf jeden Fall, bevor er sozusagen aus dem Bettraum komplett rausstehend aufgestanden ist, also aus dem Bett auch schon aufgestanden, aber sozusagen bevor er sein Zimmer verlassen hat, dass er einmal alle in seine Sachen reinguckt und guckt, ob alles da ist, wo es hingehört, alle seine Ausrüstung. Plagenknoll ist noch da. Gut. Grafim kommt aus seinem Zimmer und hat... Ach, meine Fresse. Bin ich eigentlich der Einzige, der in dieser Scheißburg hier friert, als würde es hier ziehen wie Hechtsuppe? Nee, ich hab das auch. Ich glaube, das liegt daran, dass wir so weit im Norden sind. Hier ist alles kalt. Ja. Magister, ihr erzählt doch immer von Beilung. Was ist mit Beilung? Da sollst du raus so schrecklich gezogen haben. Da hat es schrecklich gezogen. Alle haben immer den Beilung-Karotz bekommen, wenn sie neu an die Akademie kamen. Was habt ihr damals dagegen getan? Und sagt jetzt nicht Magie. Fresse gehalten und weitergelaufen. Ja, also. Das gefällt mir. Gute Einstellung. Shit, jetzt krieg ich schon echt zu husten. Sorry. Jetzt hustet doch nicht so, ihr macht mich noch krank. Drück mich nicht zum Lachen, das tut noch mehr im Hals. Ey. Ja, tatsächlich, Ömer, du kannst auch so ein Stechen in deiner Brust wahrnehmen, in deinem Brustkorb. Als ob da wirklich irgendwas sitzt und wehtut. Könnt euch dann auf die Pferde bequem aufsteigen. Dauert natürlich alles ein bisschen länger diesmal und seid dann fertig zum Aufbrechen. Was tut ihr mit den Söldnern? Wollt ihr jetzt mit normaler Reisegeschwindigkeit weiter oder bleiben die Leute hier? Normale Reisegeschwindigkeit weiter. 25 Meilen pro Tag. Nach Süden, nach Ochsenmarkt oder wollt ihr in Richtung von Arvesheim? Die beschlossen natürlich Arvesheim. Arvesheim, gut. Dann habt ihr 25 und erreicht am Abend ganz knapp vor dem Sonnenuntergang. Habt natürlich viele verschiedene kleine Dörfer hinter euch gelassen, neben euch gelassen. Das sind dann ja wenige Bauern, die dann in kleinen Werla sitzen, ein paar Gehöfte, teilweise nicht mal mit richtiger Scheune. Einige haben dann sowas wie eine kleine Balustrade oder einen Erdhügel, der dann da als Schutzmauer dient. Aber je weiter ihr kommt, naja, wirklich viel können die einer untoten Belagerung nicht aushalten. Also da reichen 20 Untote und dieses Dörfchen fällt. Könnt ihr natürlich auch alle, während ihr dann durch diese Orte streift, könnt ihr denen nochmal Bescheid sagen, dass die evakuiert werden sollen. Müsst euch da aber auch nicht allzu sehr lange aufhalten. Vor allem auch Answin von Werheim wird er dann sagen, dass das nicht wirklich eure Aufgabe ist, sondern eher dann diejenige von den Baronen, die sollen sich da dann selber drum kümmern. Ja, bis ihr dann Arvesheim erreicht. Hier wohnen 250 Leute. Das ist eine Station an der Reichsstraße, hat natürlich Landwirtschaft, eine kleine Gastwirtschaft und eine eigene Brauerei. Hier gibt es Bier, und zwar selbstgebrautes Arvesheimer. Ja, wir haben hier keine eigenen Herrschaftssitz. Das würde dann, weil ihr jetzt in Gräflich zwei Mühlen seid, im Schloss oder im Landschloss von zwei Mühlen alles abgehandelt werden. Könnt ihr natürlich nochmal mit Baronen oder sowas sprechen, aber wenn ihr dann auch einen Graf zur Verfügung habt, warum sollt ihr euch mit Baronen herummühen? Könnt dann in Arvesheim rasten. Nun, hier sollte uns doch... Einer wird noch nicht hier sein, oder? Sollten uns die da Herold wieder zurück erwarten. Vielleicht hat er es noch nicht geschafft. Hat er noch nicht geschafft. Also, die wissen wohl, dass ein Herold hier vorbeigezogen ist und der hat wohl auch irgendwas davon gesagt, dass demnächst ein paar Pereine-Priester kommen. War wohl auch in Begleitung, aber bisher ist er nicht wiedergesehen worden. Das war auch erst gestern. Wir könnten hier warten.
Oder wir könnten schon einmal nach Ärger weiterreisen, da wird er wohl auf jeden Fall durch müssen. Sehe ich das richtig auf der Karte? Das ist korrekt. Ja, aber ich wollte heute jetzt nicht mehr reisen, es wird gleich schon dunkel. Heute gar nicht, aber er wird wohl zwischen heute und morgen früh nicht auftauchen. Ja, lass uns erstmal hier 1, 2, 3 Fässchen kaufen von diesem lokalen Bierchen. Das hilft uns auch bei unserer Genesung und dann gucken wir mal. Ihr kriegt eins. Ich kaufe mir die Scheiße selber, ich kaufe davon so viele wie ich will. Woher hast du Geld? Ich bin Gaugraf, mein Herr. Ich hab Geld. Hinterfrag's nicht weiter. Ich hinterfrag's nicht weiter. Ach, wo kann man sich hier hinlegen? Ja, ihr könnt euch dann in der Taverne ziemlich verraucht, könnt ihr euch dann zurückziehen, so ein bisschen die nasse Kleidung wieder auswringen. Gebt mir doch mal eine Hauswirtschaftsprobe, um eure Kleidung wieder trocken zu kriegen. Ist natürlich Badiouer Wachsmantel, aber wer dann den ganzen Tag auf dem Pferd rumreitet, der braucht dann auch nasse, trockene Kleidung. Und das ist die hohe Kunst, dass man dann seine Sachen nicht verbrennt, sondern trocken kriegt. Ha! Haha! Er hat's geschafft! Ja, Rafim schmeißt es ungesehen in die Ecke und legt sie auf sein Bett. Muss das echt steigern. Ja, und Kiaras brennt sich auch ein kleines Loch rein. In die gute, gaugräfliche Klamotte. Was ich in den Scheißern auch. Ja, wie gesagt, hier gibt es wenig Leute, 250. Da könnte man jetzt natürlich nochmal Abel mir drum bitten, dass er jetzt hier seine Evakuierungspläne vorstellt. Aber warum? Ich glaube, in 2 Mühlen wäre es besser. Stimmt. Wenn man dort den Grafen oder den Baron von 2 Mühlen bittet, ähnlich wie in Berler, die Kunde zu verbreiten. War es nicht eine Gräfin? Wir haben da in Wilhelm noch drüber gesprochen. Meinetwegen auch eine Gräfin. Das ist der Plan. Sie wird sich hoffentlich um ihre Grafschaft kümmern. Wenn wir dann den... Wie heißt der Ort? Ja, der zwischen hier und Galles. Talf durchkommen. Können wir unter Umständen nochmal selbst nochmal den Baron aufscheuchen, aber ansonsten... Gibt es hier in der Taverne Wein? Nein. Die vertreten hier nur das heimische Bräu. Dann vielleicht, wenn man dieses Bier oder was immer das schimpft, warm machen würde. Das würde vielleicht helfen, um den Schlaf zu fördern. Schmeckt wahrscheinlich furchtbar, aber... Ja, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Kochst dann natürlich die ganze Kohlensäure raus, die sich dann im Brauprozess entwickelt hat. Ja, ein absolut widerliches, schaumloses... Wenn er sagt, dass es hilft, dann wird immer das auch probieren. Abel mir schmatzt zufrieden. Es wärmt den Bauch. Wollt ihr nicht noch vielleicht ein paar Stücke Wurst reinschneiden? Ein wenig also Butter. Besser als das, was ich in Kunschum immer auf der Straße getrunken habe, was sie da Dünnbier nannten. Butter würde den Geschmack noch vermissern. Oh, ihr wollt mich doch vor allem, dann gib das mal her. Moment, nein, wir sollten doch nicht. Ach egal, gib das her. Ich will lieber einen Tee. Nun, es scheint zumindest nicht übel geworden zu sein durch euren Prozess. Also nicht übler als warmes Bier normal sein kann. Vielleicht sollten wir auch noch einige Steine vor dieses in der Nähe dieses Lagerfeuers, dieses Kamins legen und am Morgen den warmen Stein eingepackt in eine Decke unter Kleidung mitnehmen. Das wird uns tagsüber ein wenig warm halten. Was? Steine? Steine. Backsteine. Die nehmen die Wärme über die Nacht auf und geben sie am nächsten Tag weiter. Heißen die deswegen Backsteine? Ihr könnt doch das so machen. Ist das so, Fräulein Spogelsen? Tun Steine das wirklich? Ich weiß nicht. Ich hab Kopfweh, ich leg mich hin. Versucht es einmal. Ihr müsst natürlich die Steine in eine Decke einschlagen, sonst wurde ihr... Ja, genau. Wisst ihr eigentlich schon, dass ich jetzt schon Schulterschmerzen habe von meinem Rucksack?
Habt ihr ja da Schweres drin? Ihr sollt nicht einen Findling mitnehmen, sondern einen Stein, hab ich gesagt. Lade doch die Sachen aufs Pferd. Du hast doch extra Satteltaschen. Die sind ja schon voll. Mit was? Sag nicht, du hast Hafer mitgenommen. Oh, hast du sie vielleicht voll mit Haferkeksen? Ich hab 50 Kilo Hafer da wohl. Aber keine Kekse. Natürlich nicht, die müssen wir erst daraus backen. Ach, ich würde jetzt sterben für einen Keks. Oh, kann jemand Kekse backen? Klar, kann ich muss ja auch nicht backen. Will mir jemand Kekse backen? Ach, denkt, wisst ihr noch diese schönen Kekse mit einer leichten Glasur von Marmelade? Ein wenig Ilmenblatt mit eingebacken. Oh ja. Die guten Zeiten. Wir sollten Frau Putz unbedingt mal Ilmenblatt mitbringen. Ja, das ist eine gute Idee. Das müssen wir uns vormerken. Ilmenblatt? Ein wundervolles Gewürz. Das macht alles besser. Ist das nicht eine Droge? Nein. Wer erzählt denn sowas? Das gute Ilmenblatt. In jede Küche gehört ein kleiner Bottich Ilmenblatt. Erinnerst du dich noch, Abelmehl, die Söldner auf der Arche hat das auch immer geraucht. Ja, ich weiß, wie sie danach aussahen. Vor allem wird das in Belhanka geraucht und da weißt du ja, wie die Leute in der Akademie rumrennen. Vernebelt und verlottert. Ich glaube, Marmelade ist besser für die Kekse. Ach, das sagt ihr nur, weil ihr noch nie einen guten Ilmenblattkeks probiert habt. Ich werde jetzt keine Kekse backen, Leute, das könnt ihr vergessen. Vielleicht haben sie hier Kekse. Meine Güte, ich bin Gaugraf. Kann hier nicht jemanden auftreiben, der für mich Kekse backt? Das kann doch nicht so schwierig sein. Frau Wirtin, ich hebe sie den Finger in der Gaststube. Ja, sie kommt heran, hat so eine dicke, schmierige Schürze um. Ist so eine richtige Mutti. Habt ihr Kekse? Ja, kann ich euch bringen, natürlich. Was für Kekse? Haferkekse? Ilmenblatt? Getreidekekse. Mit Marmelade? Mit Marmelade? Nein, mit ein bisschen Gelatine von den Dapa-Trennern. Nein, das sagen alle, aber probiert doch einfach mal einen. Den ersten gebe ich euch umsonst und alle anderen küssen dann einen Heller. Ich habe gerade warmes Bier getrunken, davon werdet ihr euch jetzt nicht mehr abschrecken lassen, oder? Bringt mir einfach so eine ganze Schüssel voll von denen. Ich hätte gerne einen Keks ohne Gelatine? Ja, das ist Talg, also Rinderfett, was wir dann einkochen und das überziehen wir dann mit den Keksen. Das klingt ja furchtbar. Das nehme ich. Ich nehme eine ganze Schüssel. Ich nehme mir einen einzelnen Keks. Ich auch. Ja, so könnt ihr dann den Abend zubringen mit warmem Bier ohne Kohlensäure. Und habt gleich Kekse. Und Kekse, die sehr salzig schmecken. Die Schmerz würde ich jetzt geben für Mokka-Plätzchen. Die schmecken ganz schrecklich. Und also sie meint es wirklich gut. Genauso, wie ich mich fühle. Sie meint es wirklich gut, aber sie kann es nicht. Wir müssen das positiv sehen. Wir haben alle die Nase zu. Wir schmecken nichts mehr. Ja, immer anfangen, einfach diesen Keks ins Bier einzutunken und ihn dann wegzulutschen. Das ist die beste Möglichkeit, beides zu vernichten. Vertrau mir. Und das Bier wird auch so ein bisschen salzig dadurch. Wow. Ja, also meine Kekse schmecken irgendwie nicht. Großrezept von meiner Oma. Das ist geheim. Haben schon viele nach dem Rezept gefragt, aber das gebe ich nicht weiter. Ömer, hol mal ein bisschen was von deinem Hafer her. Vielleicht macht er das ja besser. Nein. Ja. Ich würde abends, bevor ich ins Bett gehe, auch noch irgendwie so 5-6 Steine einsammeln von draußen. Also handgroß etwa. Und die in die Nähe der... Also nicht direkt in die Feuerstelle packen, sondern so, dass über Nacht die Wärme so ein bisschen aufnehmen. Ist okay, gut. Ja, ihr könnt natürlich so ein bisschen euch da hinlegen. Und bekommt dann... Ömer bekommt 2 Schaden, die anderen jetzt den ersten Schadenspunkt. Alles ist erschwert um 2 Punkte. Also für alle. Auch für alle. Ömer bleibt auch bei den 2 Punkten erschweren. Das geht also nicht auf 3 hoch. Ja, noch nicht. Wer war jetzt noch nicht? Genau. Ja. Schauen wir mal, wann ihr den bei einem Priester findet. Du sagst das so diffizil. Und, ach komm, ihr sterbt jetzt hier schon nicht. Kampagne zu Ende.
Ja, könnt dann die Straße wieder aufbrechen in Richtung Osten. Nach nur 2 Meilen, also wirklich weit seid ihr nicht gekommen, vielleicht waren es auch 3 Meilen, könnt ihr dann auf der Straße ein paar Reisende erkennen. Die hattet ihr auf der Reise gar nicht so sehr viele gesehen, also vielleicht mal Händler mit dem Karren, aber ansonsten war echt nicht viel los, einfach weil es auch schlechtes Wetter ist. Aber diese 2 Personen tun sich besonders hervor. Würfelt mal eine Sinnschärfeprobe auf die Entfernung. Ömer sagt jetzt noch, bevor wir sie würfeln, wer weiß, ob das Feinde sind, passt auf. Was denn für Feinde? Kommt sie denn zeichnen schon? Sich aus der Entfernung dadurch aus, dass sie Hörner auf dem Kopf haben, 2 Stück. Oh. Denkt dran, dass alles ein 2er-Schwert ist. Ah, oh, verdammt. Vergessen, sorry. Die haben Hörner auf dem Kopf. Vielleicht ist das der fliegende Stier. Sollen wir uns bereit machen für irgendwas? Seid für alles bereit, aber lasst die Waffen erstmal stecken. Wir wollen keinen Wahnsinnigkeiten anstacheln, wo kann er sein müssen. Vielleicht wollen sie einfach mal mit Hörnern auf dem Kopf. Ah, vielleicht ist das auch eine dumme. So wie lecker, dass sie einen komischen Helm. Ich kann nicht. Vielleicht sind es ja 2 Magier mit Widderkappe. Jetzt eine Widderkappe. Was ist das? Haben die Leute im Norden nicht alle Helme mit Hörnern? Das ist so eine Widderkappe. Gibt's die nicht da, wo ihr herkommt? In Dings haben die immer getragen. Noch nie davon gehört. Ich kenne auch keine Widderkappe. Aber ich kann mir das vorstellen, man zieht einem Widder irgendwie. Ja, macht sich aus dem Schädel eine Kappe. Also andere Leute tragen ja auch so halbe Bären oder halbe Löwen auf dem Kopf. Ich glaube, die ist mittlerweile auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, die Widderkappe. Wegen Dämon und so. Ja, während ihr näher könnt, dürft ihr mal ein weiteres Mal eine Götter- und Kulteprobe ablegen. Schwert um 7. Also nur um 9. Genau. Plus 2, weil ihr Kopfschmerzen habt. Komm, ich würfel den 13 neue Chip. Hast du noch einen? Ich habe meinen heute noch nicht ausgegeben. Ich habe jetzt wieder einen. Ja, ich hab's geschafft. Mit einem über, also 0.